Ja, Rüdiger, wir wollten ja heute noch mal ein bisschen einmal hören. Du warst ja noch mal in einer juristischen Auseinandersetzung. Wir haben ja mit dir darüber schon mal gesprochen und ich war ja auch einmal anwesend in einem Prozess von dir. Ja, vielleicht fasst du mal zusammen, was sich da jetzt getan hat. Tja, also meine Kündigungsschutzklage gegen die Schulverwaltung von Berlin hatte ich ja gewonnen. Genau, da war ich auch dabei. Und das hat aber leider nicht dazu geführt, dass ein Strafbefehl, der gegen mich ergangen ist, auch ausgehend von der Schulbehörde, gleichzeitig mit eingestellt wurde. Sag noch mal ganz kurz, was der Hintergrund war. Die wollten mich ja fristlos rausschmeißen, dafür brauchten sie ja einen Grund. Und dann haben sie ein Bild gefunden zu einem Video, wo ich eben etwas, was gerade gängig im Internet herumflog, nämlich dieses angebliche Eingangstor eines KZs mit der Aufschrift Impfung macht frei, benutzt habe, um damit ein Video von mir zu bewerben. Um dann sogleich ein Bild einzublenden mit einem Fragezeichen drauf. Und ausging das Video eigentlich mit einer Erklärung eines Rechtsanwalts Brunner, der klar machte, dass eine Impfung nichts mit Freiheit zu tun hat, nämlich dass man sich die auch nicht erkaufen muss durch diese Impfung, dass der Mensch nach unseren Grundgesetzen eben frei ist, sobald er zur Welt kommt. Und ich sag mal, das habe ich bislang auch sehr ernst genommen. Ja, ich habe die Probleme dann eher bei mir gesehen, wenn ich da irgendwo welche Einschränkungen hatte. Und bin eben gesagt, ist ja ein bisschen was dran an jeder, ist das seines Glückes Schmied oder so. Ja, also ich will nicht sagen, dass das jetzt nur so ist, aber man muss natürlich nicht nur ackern, sondern auch ein bisschen Glück haben, damit man was erreicht. Das stimmt schon. Aber dieses eine Bild haben die tatsächlich zum Anlass genommen, um mir dann am Tag oder ein paar Tage nachdem das dann raus war, in der Schule schon zu sagen: Mann, Rüdiger, was hast du denn da angestellt? Ich dachte: Hä, was meinst du denn überhaupt? Angestellt? Ich habe das angestellt? Das war jetzt eins von beiden zwei Videos, die dann von der Berliner Staatsanwaltschaft dann tatsächlich wohl so bewertet wurden, dass daraus ein Strafbefehl resultierte. Das zweite Video, da ging es eigentlich darum, mich zu rechtfertigen gegen die Vorwürfe, die die ganze Zeit von der Mainstream-Presse kamen. Oh, da gibt es einen Corona-Leugner an der Schule und der darf da unterrichten, schmeißt den raus und so. Also das ist halt die gängige Linie des Olaf Sundermeier, eines selbsterklärten Rechtsextremismus-Experten. Ja, und der war ja nun zufällig der Ausbilder von meinen Schülern des RBBs. Also ich bin ja der Lehrer für Medientechnik sozusagen, ne? Der jetzt ein bisschen was lesen, denen erzählen konnte über das digitale Bild und dessen Auflösung und Seitenverhältnisse und wie man da die maximale Qualität rauskriegt und sowas. Und meine Lehrerausbildung ist tatsächlich noch nicht so alt, wie ich alt bin, weil ich ja in der Hälfte meines Lebens von Ingenieur auf Lehrer umgeschwenkt bin, habe dann nochmal ein zweites Staatsexamen gemacht. Und da hatte ich halt gelernt, hol die Schüler immer ab bei ihrer intrinsischen Motivation. Und du sollst, wenn du in den Unterrichtsraum reingehst, immer mal ein paar Sätze sagen, so zum Tagesgeschehen, was dir gerade so einfällt. Und das habe ich dann eben genutzt, auch um einfach dann die Schüler mal zu fragen, zu irgendwas, was ich gesehen habe. Und wenn die dann im Sommer 2020 mit Masken reingekommen sind, habe ich den gefragt: Warum habt ihr denn Masken auf? Weil da gab es keine Maskenpflicht und nichts, aber anscheinend war das so, dass beim RBB schon darauf hingearbeitet wurde, diese Krise weiter zu verschärfen. Und somit saßen dann die RBB-Schüler bei mir in der Klasse mit Masken rum. Ja? Also in anderen Klassen war das nicht ausgeprägt. Da gab es mal einen oder zwei oder gar keinen, aber die RBB-Klassen saßen da mit Masken. So, und das waren dann natürlich auch die, die dann aufgrund ihrer Einstellung, aufgrund dessen, was sie im Betrieb gelernt hatten, mir besonders kritisch gegenüberstanden, sagen: Wieso? Wieso fragt er uns sowas? Ist das vielleicht ein Corona-Leugner?
Leugner, ne, also mit diesem religiösen Anspruch. Ja. Also wer nicht für uns ist, der ist gegen uns oder so. Und das habe ich nicht ernst genommen, weil das kannte ich ja schon von anderen Diskussionen. Und zwar hatte ich mich sehr intensiv mit dieser Klimadebatte auseinandergesetzt, schon 2019. Und bin damit auch schon ein bisschen angeeckt bei meinen Schülern, wenn ich da mal so kritisch Fragen gestellt habe, wo denn der Treibhauseffekt in der Wüste ist, wenn es da tagsüber 50 Grad ist und nachts null, da muss ja irgendwas, ein Loch im Treibhaus sein oder sowas. Also so ketzerische Fragen stelle ich dann natürlich ganz gern und das gehört für mich eigentlich zu einer gesunden Diskussion dazu, dass man sowas macht. Und dass diese Fragen dann auch versucht werden zu beantworten. Also es ist immer sehr verdächtig, wenn irgendjemand einfach Dinge beiseite schiebt und es nicht diskutieren will. Und so ist das Ganze dann irgendwie eskaliert. Weil, hatte ja vorhin hier nebenbei, glaube ich, schon erwähnt, die Frau Scheres, die hatte sich Fridays for Future ja schon eingeladen und die stand bei denen auf der Seite. Und ich sagte, die haben sich hier seit ein paar Jahren nicht vom Fleck bewegt mit ihrer Diskussion. Das ist quasi eine statische Diskussion. Das hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist einfach ein Glaubenssatz, der hier rübergebracht werden soll. Und genauso wie ich das jetzt hier sage, hätte ich das auch meinen Schülern gesagt. Ne? Und dann sind die natürlich alle irgendwie skeptisch geworden, so komisch reagiert auf mich. Und ja, und als es mit Corona dann losging und ich dann wieder einfach eigentlich eine wissenschaftliche Position vertrat, da haben die dann bloß noch eine Gelegenheit gesucht, wie sie mir dann so richtig eine auswischen konnten. Ne? Also ich habe nicht wirklich mit einer Kündigung gerechnet. Es gab Leute, die angekündigt, auch Kai Stutz schon Anfang des Jahres mit dem 21. Im Januar kam das Video raus, der meinte dann, what's up, die werden nicht kündigen. Und im August 21 haben sie es dann auch getan. Das zweite Video war eins, da hatte ich aufgrund dieser sehr angespannten Situation dann auch und in meiner Rechtfertigungshaltung dann einfach gesagt, es wäre das schlimmste Verbrechen aller Zeiten, was hier passiert wäre. Und habe dann da absichtlich sehr überspitzte Formulierungen verwendet. Und die haben die dann einfach so für bare Münze genommen. Nun gesagt, na, wenn er das sagt, dann kriegt er das jetzt so zurückklatschen. Machen wir mal hier, was machen wir denn da draus? Ach, machen wir doch mal Volksverhetzung draus. Und ja, der Staatsanwalt, der jetzt dieses Verfahren jetzt zu verhandeln hatte, da, oder die Richterin, ja, also das fing schon mal so an, ich war da im Raum drin und der Staatsanwalt sagte dann gleich, eigentlich könnten wir uns hier gleich zur Revision treffen, weil hier wird überhaupt noch nichts entschieden und der Berufung auch nicht. Und wo ich dann schon dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt müsste doch mein Anwalt aufspringen und gleich mal sagen, naja, also jetzt machen wir mal Schluss für heute, komplett befangen hier die ganze Situation. Es wird ja sowieso kein faires Verfahren, ist dann ja auch keins geworden. Wir konnten ja sagen, was wir wollten. Alles, was wir geschafft haben, ist quasi noch zum zweiten Verhandlungstag uns noch rüber zu retten. Die Videos wurden auch tatsächlich angesehen. Im Prinzip sieht jeder, der diese Videos ansieht, jemanden, der etwas mitteilen möchte. Ja, und zwar bestenfalls eine Warnung vor neuen totalitären Verhältnissen oder der die Aufregung runterkochen möchte auf ein erträgliches Maß, damit man darüber wieder reden kann. Aber doch kein Volksverhetzer. So, und deswegen bin ich zwischendurch zwar immer mal wieder emotional ein bisschen aufgebracht, wenn ich darüber nachdenke, aber es ist so surreal, es ist so unwirklich für mich. Ja. Und was ist jetzt geschehen? Also du bist jetzt erstmal, also der Strafbefehl ist weiter in der Welt. Nee, die Verhandlung hat dann stattgefunden und ich bin verknackt worden jetzt tatsächlich in der ersten Instanz zu 120 Tagessätzen. Ja, so als Volksverhetzer. Ja, ich sag, was? Also diese Videos sind damals irgendwie 100 Mal angeguckt worden jeweils vielleicht. Na, also zweite noch nicht mal das. Ich glaube, das ist 20 Mal angeguckt worden. Da haben sie wahrscheinlich nur drauf gewartet, dass das kommt. Und dann batsch, gleich gelöscht bei YouTube. Und dann war schon die Anzeige draußen. Und es hat also gar keiner gesehen. Und wie soll man damit ein Volk verhetzen? Also ich dachte, ein Volksverhetzer wäre jemand, der sagt, jetzt nimmt alle eure Mistgabeln und rennt damit zum Bundestag. Da fängt es doch vielleicht an, so kritisch zu werden. Aber
ich meine, wir haben auch andere Sachen erlebt, dass Captain Future plötzlich da besucht wurde von der Polizei, weil er einen Looney Tune in seinem Video abgespielt hat. So, ich mache das Geräusch jetzt mal nicht hier vor, sonst rennen sie mir nachher auch noch die Bühne ein. Das ist natürlich kein Gewaltaufruf. Das weiß auch jeder Staatsanwalt von der politischen Justiz. Und die saugen sich da wirklich jetzt was aus den Fingern zusammen, um die Menschen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, einfach als Straftäter darzustellen. Mhm. Ja, damit dann die Presse ihren Spaß hat, zu sagen, Straftäter. Ich sehe mich nicht so. Und ich gehe auch in Berufung. Und natürlich werde ich auch die Revision dann noch machen. Vielleicht muss ich auch irgendwann um Geld betteln, dass die Leute mich unterstützen, weil das ist ja entsetzlich, wie man Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Auch von dem Kündigungsschutzverfahren, da denkt man immer, na, da hat er dann gewonnen und dann hat er das Geld bekommen. Nee, nee, also die machen dann alles, damit das richtig unangenehm wird. Zögern es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinaus, machen dann die Auszahlung erstmal mit Lohnsteuer Klasse 6, damit man sich das dann im nächsten Tag ja wiederholen muss, oder sorgen dann dafür, dass das nicht mit der Fünftelregelung gemacht wird, wie das eigentlich bei einer Abfindung der Fall wäre. Es stehen immer noch 7 Gehälter aus in der Schulverwaltung, die nicht gezahlt werden. Die müsste ich jetzt einklagen. Da wurde mir dann auch gesagt von meinem Rechtsanwalt, wenn wir das jetzt machen, woran ich keine Zweifel habe im Übrigen, dass ich das machen werde, wenn es nötig ist. Das wird dann nochmal tatsächlich teurer als mein bisheriges Kündigungsschutzverfahren für das Einklagen dieser Beiträge. Und das sehe ich einfach nicht ein. Ja, das ist die Schulverwaltung von Berlin. Die haben sich verdammt nochmal an Recht und Gesetz zu halten. Und das ist ein rechtsverbindliches Urteil. Und da erwarte ich mal einfach, dass diese Leute ihre Arbeit machen. So wie, aber kann man das nicht einfach vollstrecken? Beim Gehalt ist das wohl nicht so einfach. Ja, also warum nicht? Da verlasse ich mich jetzt mal auf meinen Anwalt und ich habe da noch ein paar andere Ideen, was ich da so tue. Mhm. Aber ich nutze diese Situation jetzt natürlich auch, um andere darüber zu informieren, wie die Schulverwaltung arbeitet. Und das wird sich auch fortsetzen in den nächsten Wochen und Monaten. Und das wird kein Zuckerschlecken für die Schulverwaltung, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommt. Weil sie ständig angesprochen werden von außen, von irgendwelchen Leuten, mit denen sie direkt zusammenarbeiten. Sag mal, habt ihr das jetzt inzwischen mal geregelt oder was? Was denkt ihr euch denn dabei, wenn ihr so ein schlechtes Vorbild abgebt? Ist das jetzt hier irgendwie eine willkürlich agierende Schulverwaltung oder eine, die sich an Recht und Ordnung hält? Mhm. Ja. Und nun gut, also wir sehen ja ganz deutlich, dass sich diese Menschen, die hier diese Corona-Maßnahmen durchgeführt haben, sich das jetzt wahrscheinlich anders vorgestellt haben, die Situation des New Normal nach Corona. Nicht, dass da immer noch so ein Bormann sitzt, der immer noch so rumunkt und so renitent ist und auf alten Rechten besteht, wo wir doch jetzt ein New Normal haben. Und der Olaf, der hat doch gesagt, wir haben keine roten Linien mehr, da können wir doch machen, was wir wollen. Nein, sage ich einfach, nein. Wo steht das, bitteschön? Wir haben hier eine ganz normale Justiz, die wir ja immer hatten. Und egal, wie die jetzt tatsächlich im Hintergrund arbeitet, für mich gilt das, was mir gegenüber kommuniziert wurde. Ja? So, ob das jetzt dahinter tatsächlich ein Beamter ist oder ein Angestellter, ob da irgendwelche komischen Strukturen dahinter sind, das interessiert mich im Prinzip herzlich wenig. Diese Leute haben etwas kommuniziert, wozu sie sich committed haben. Ne? Also, sagen wir mal, nur ein Beispiel. Richtereid gibt's ja. Was steht da drin? Haben sie sich daran zu halten oder nicht? Aber selbstverständlich doch, ja, so. Und eigentlich, wenn ich jetzt so dieses Misstrauen hier an den Tag lege, was ich jetzt permanent habe, dann müsste ich das doch eigentlich auch dem Richter gegenüber kommunizieren und sagen, wissen Sie, Herr Richter, wissen Sie, Herr Staatsanwalt, ich habe eigentlich gar kein richtiges Vertrauen mehr gegenüber Ihnen, weil es werden hier in Deutschland zurzeit so viele komische Urteile gesprochen. So seltsam einfach, da muss ich in Frage stellen, ob sie denn wirklich noch dem Eid folgen, den ich da lesen kann unter diesem Paragraph 38, glaube ich, Richtergesetz ist das. Und sagen Sie den doch bitte nochmal auf. Einfach zu meiner Beruhigung. Müsste ich so sagen. Ja. So, aber ich habe es jetzt gerade in einem Prozess miterlebt, da sagte dann der Richter, ach, das ist nicht üblich.
Also das machten wir nur einmal als Richter und dann ist die Sache gegessen. Müssen Sie mir schon glauben und dann machen wir das hier so. Und dann ging der Prozess so weiter, wie er ging. Mhm. Okay, das ist so wie mit den Urteilen ohne Unterschrift, ne? Wir haben elektronische Datenverarbeitung, da unterschreibt niemand mehr. Da auf den Eid kommt es auch nicht so an. Aber sag mal, der CJ Hopkins, der hat doch jetzt auch so, der hatte ja auch eine Volksverhetzergeschichte am Hals. Oder was war das? Nee, das war das Zeigen von Symbolen des Nationalsozialismus. Ja, stimmt, genau, das war das, ja. Also er hat, aber das ist ja für ihn positiv ausgegangen jetzt, richtig? Ja, er hat ein Buch veröffentlicht, das hieß The Rise of the New Normal. Genau. Eigentlich auch mein Thema, ja. Also diese totalitären Tendenzen im Staat, die gestoppt werden müssen. Während den Anfängen, ganz normal. Mhm. Wer normalen politischen Unterricht gehabt hat in meiner Generation, der hat immer wieder gehört, während den Anfängen und wenn ihr da was seht, dann sagt das einfach. Und das habe ich ja, dem bin ich ja nachgekommen. Ne? CJ Hopkins kennt es natürlich genauso. So, der haut da einfach so ein Buch raus mit so einer Maske und da schimmert so ein bisschen so ein Hakenkreuz durch. Ist doch klar, wie das gemeint ist. Das ist eine Warnung vor dieser Situation. Das ist kein Mobilisieren für den Nationalsozialismus, was eigentlich die Grundlage war für dieses Gesetz. Dass man eben sagte, ja, wir wollen nicht, dass hier nochmal Leute mit dieser Symbolik durch unsere Straßen rennen und vielleicht noch dann mit Fackeln irgendwelche Lieder gröhlen, die die Soldaten da gesungen haben, um andere niederzumachen. Ne? Aber das ist jetzt alles so verkehrt. Also die Warnungen vor dem Wiederauferstehen des Totalitarismus werden umgekehrt in, du zeigst nationalsozialistische Symbole, du machst einen Vergleich mit Nationalsozialismus, oh, das darfst du nicht tun, oh, du musst doch kadavergehorsam sein. Nee, muss ich nicht. Also noch hat hier niemand den Kriegszustand ausgerufen und mir den Mund verboten. Wir haben hier Gesetze, auf die wir uns berufen können und dürfen und müssen. Und ich sag's nochmal, selbst wenn da 1 Million Reichsbürger morgen da auf der Straße stehen und sagen, das ist hier alles ganz anders, das musst du so und so sehen, sage ich, das hat mir aber keiner von diesen verantwortlichen Politikern gesagt. Ich möchte sie messen an ihren Regeln, die mir gegenüber kommuniziert wurden. Und die kenne ich sehr gut. Und danach habe ich gelebt. Danach habe ich mein Studium gemacht, bei Siemens 20 Jahre gearbeitet, in der Schule 10 Jahre gearbeitet. Und jetzt kommen die plötzlich raus und sagen, jetzt ist alles ganz anders. Jetzt gibt es keine roten Linien mehr. Nee, das wäre ja ein Putsch. Wollen diese Herrschaften mir jetzt erzählen, wir haben ganz zufällig so im Hinterzimmer geputscht und jetzt ist alles ganz anders? Nein, das nehme ich denen einfach nicht ab. Ja, so, wir kennen ja dieses Symbol der Agenda 2030. Wir wissen ja, dass die Mainstream-Medien darüber relativ wenig berichten, wenn das ganze Netz eben voll ist von diesen 17 Goals, die man da irgendwie anstrebt und die man da erzielen möchte. Aber da muss man eben auch mal aufpassen, wer von diesen Organisationen ist überhaupt demokratisch legitimiert? Wo kommen die Gelder dafür her? Wer profitiert davon? Werden da nicht immer nur neue Geschäftsmodelle ausgerollt und so weiter. Das sind doch alles Themen, die in der Breite, in der Bevölkerung tatsächlich ankommen müssen. Da können doch nicht einfach irgendwelche Lobbyisten dahergehen und sagen, das machen jetzt unsere Handlanger hier. Den stecken wir mal einen Geldschein zu und dann tut er so, als ob der Vorsitzende von der und der NGO ist und die darf denn das und das. Und das sage ich einfach als Demokrat, nein. Ganz einfach, nein. So, und das fliegt im Moment eben den Kritikern hier permanent um die Ohren, dass sie einfach nur Nein sagen. Ne? Oder passt mal auf, guckt mal da und da hin, was die da tun. Das darf man ja noch nicht mal sagen. Ne? Also ich habe es jetzt gerade hier, auf 1 kam jetzt gerade eine Meldung raus, die hätten irgendwelche verbotenen Themen präsentiert. Im Satellitenfernsehen. Oh, das erschüttert mich ja geradezu. Ja, was ist denn jetzt verbotenes Thema? Da braucht man doch bloß YouTube einschalten, da gibt es da 100.000 Themen. Wer hat denn da mal eine Liste erstellt, auf der steht, was jetzt verboten ist und was nicht? Ich naja, weiß verboten ist all das, was jetzt nicht mehr mit den 17 Goals übereinstimmt, wahrscheinlich, also jedenfalls in absehbarer Zeit. Genau, also da muss man jetzt einfach mal Licht reinbringen in diese ganze Geschichte und den Finger in die Wunde legen und sagen, das wollen wir jetzt mal genau wissen. Und das machen wir ja auch im Kleinen, so wie Wolfgang das jetzt eben sagte. Die kleinen Runden sind jetzt wirklich entscheidend, ja, was weiß ich, der Stammtisch oder die Billardgruppe oder
was der Teufel, beim nächsten Fanclub der Band sowieso, wenn die sich wieder zum Konzert trifft, dann sollen die alle bitte schön über Politik reden und dann mal zum Beispiel diesen Krieg verhindern, der jetzt hier gerade vor der Tür steht. Ne? Was für ein Unsinn, dass jemand auf die Idee... Wir sind ja im Krieg, die haben ja den Krieg erklärt. Der französische Präsident hat gesagt, nous sommes en guerre. Er hat gesagt, wir sind im Krieg gegen die Viren und haben das genommen, um einen Ausnahmezustand herbeizuführen. Wir haben, das wird, und die Ausnahmeregelung für diese Countermeasures, die uns zugemutet werden, die, wir kämpfen gegen die Viren. Das ist der Feind. Der ist angenommen als Feind von der Bevölkerung. Ja. Da lassen Sie sich gegen den Feind ändern. Der Feind nicht. Der kann ja also vieles hier. Das ist diese ganze Idee. Ja, aber das ist, man hat dieses Bild des Krieges genommen, um außergewöhnliches Ding mit uns zu machen, was sonst nicht erlaubt gewesen wäre. Und da ist dann eben die Frage, hallo, wo wird denn hier gekämpft? Wo ist denn hier der Feind? Und ich denke, dass man, ja, vorher war ja auch schon der Krieg gegen den Terrorismus. Für mich war Terrorismus immer ein krimineller Akt, aber kein Krieg. Musste man die kriminellen Terroristen, die musste man einsperren und fangen und das ist alles in Ordnung. Aber kein Krieg. Und das Gleiche gilt, der Krieg wird immer als Bild immer wieder benutzt, auch der Krieg gegen den Krebs. Da wird man wahrscheinlich den Menschen dann auch irgendwas zumuten. Oder der Krieg gegen die Fettsucht. Ja, ja. Oder der Krieg gegen den Alkoholismus. Die werden immer sowas benutzen, um dadurch Herrschaftsansprüche und Einheitsansprüche dann durchzusetzen. Und in Wirklichkeit sind es Marktansprüche. In Wirklichkeit sind es ganz banale Macht- und Geldinteressen, die dann damit durchgesetzt werden. Wie wir sehen an dem Verkauf dieser Spritzen und am Verkauf der Masken. Wir fallen darauf rein, dass die immer sagen, es ist Krieg. Ja, und es ist jetzt aber an der Zeit, dass wir diese Strukturen, die da in den letzten Jahren sichtbar geworden sind, deutlicher kommunizieren. Dass da die Tochterfirma von Bertelsmann da irgendwie Medienzensur betreibt oder die Landesmedienanstalten da mit drin hängen. Wir müssen die Verantwortlichen benennen, wir müssen ihnen Briefe schreiben, wir müssen einfach Fragen stellen, ne? Also wenn ich jemand bin, der Medien macht, dann habe ich natürlich auch das Recht, mich zu informieren, was ich darf und was nicht. Und dann möchte ich auch die Leute kennen, die das beschließen. Und die nehme ich dann einfach mal beim Wort und frage immer noch mal nach und schiebe immer noch einen Brief nach. Und das muss alles dokumentiert werden. Denen muss auch klar sein, dass sie als Verantwortliche für diesen ganzen Kram dann irgendwann im Untersuchungsausschuss stehen und dann hoffentlich nicht so rumstottern wie im Brandenburgischen Untersuchungsausschuss die Frau Ernst, die Lebensgefährtin von Olaf Scholz, oder die Frau Nonnemacher, die Gesundheitsministerin, die dort immer noch dran ist. Mhm. Der Untersuchungsausschuss steht jetzt kurz vor dem Ende. Und das ist eigentlich für die Maßnahmenveranstalter eine peinliche Veranstaltung, ne? Weil letztendlich wird da deren Inkompetenz deutlich und deren Einfältigkeit, alles auf eine Stelle abzuschieben. Die Verantwortung liegt zum Beispiel bei der STIKO. Fertig. Ja, so. Und dass die STIKO aber wiederum nur eine Abteilung des RKIs ist, die wiederum dem Gesundheitsministerium untersteht. Die ganzen Strukturen, die müssen im Mainstream kommuniziert werden, damit dieser ganze Skandal mal öffentlich wird. Ja, wer uns hier eigentlich die ganze Zeit an der Nase herumführt mit irgendwelchen Geschäftsmodellen, wo die Aktionäre immer reicher werden von irgendwelchen Firmen, die jetzt gerade hip sind und der Rest abkassiert wird mit unseren Steuergeldern, ne? Also es ist ja auch ein Skandal, wenn jetzt wieder darüber gesprochen wird, die Rente noch weiter, das Rentenalter noch weiter zu erhöhen, damit sie noch mehr Gelder für Klima und Krieg und die nächste Krankheit X ausgeben können, was ihnen noch so einfällt. Ja. Ist einfach ein Skandal. Ich finde es wichtig, sich darum kümmern, wer die Entscheidung fällt, ganz konkret. Das finde ich sehr, sehr gut, finde ich eine richtige Strategie. Und das auch zu dokumentieren. Und das ist ja auch ein bisschen das, was der Corona-Ausschuss hat von Anfang an versucht, dass man die Geschichte dieser Entwicklung dokumentiert, dass man sagt, wer hat das gemacht, wer war dafür verantwortlich und so. Ich finde das sehr, sehr gut. Und alle, die das machen, da kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Das ist eine ganz wertvolle Arbeit.
Also ich glaube, da muss man wirklich auch noch mal intensiver ran. Also das, wir haben das ja auch teilweise schon analysiert, aber ich denke, es gibt ja auch, also zum Beispiel der Mr. X macht ja auch so Netzwerkanalysen, wo man dann im Hintergrund sehen kann, okay, da sind dann plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, die fünf immer gleichen Leute, die da irgendwo was die Strippen ziehen. Und da muss man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, also man wirklich noch mal genauer guckt. Also mich würde jetzt auch in dem Windradbereich zum Beispiel interessieren, wer ist denn da am Profitieren? Ja, wo werden die Gelder abgeschöpft oder welche Strukturen sind das auch? Die NGOs, dann hat man eine, die ist irgendwie, beschäftigt sich mit, ich weiß nicht, irgendwie dem Klimawandel und die hängen mit dem zusammen und in Wahrheit verdient dann wieder XY daran, was wir ja auch bei Corona gesehen haben. Also wo sind die Gelder hingeflossen? Also ich glaube, das sollte man auch noch mal ein klein bisschen verstärkter. Aber man sieht eben jetzt, wie in deinem Fall, dass natürlich schon die, sagen wir mal, die Verwerfungen, die da in den letzten Jahren eben eingetreten sind, ja, dass die halt dann doch zu solchen Entwicklungen führen, dass da eben aus entweder eigener Überzeugung oder aus eben, weil vielleicht auch politische Motivationen dahinter sitzen, dass man halt eben jetzt, so wie wir auch bei Stefan Kohn gesehen haben, dann gibt es eben mal einen Beamten, der richtig hinterfragt, ja, und jetzt bei dir auch gibt es einen Lehrer, weiß nicht, so viele Lehrer, also ganz, die dann so prominent in Erscheinung sind, gibt es ja auch gar nicht. Und dann hat man eben einen, dem tritt man dann richtig auf die Füße, genau. Macht dem das Leben ganz schwer, Stress, ja, also legt den dadurch lahm oder, also könnte theoretisch ihn lahmlegen oder jedenfalls solche Geschichten, ja, sieht man ja. Ist klar zu erkennen, dass das über die Geldschiene gemacht werden sollte, ne? Also möglichst schnell den Kohlehahn zudrehen und dann mal hoffen, dass der noch Schulden hat und dass er die dann nicht mehr bezahlen kann. Und hoffentlich können wir den bald vorführen, dass er da auf der Straße sitzt oder einen schlechter bezahlten Job annimmt oder irgendwie solche Dinge. Gut, das musste ich alles nicht tun, Gott sei Dank. Aber es ist auch eine Gemeinheit, einfach tatsächlich. Ja. Also, weil den Leuten, die jetzt einfach mitgeheult haben da mit den Wölfen und diese ganzen Lügen einfach weiter verbreitet haben, denen ist letztendlich gar nichts passiert. In der Lehrerausbildung ist tatsächlich ein Grundsatz, ein Lehrer darf nicht lügen. Ne? So, wenn ich da irgendwo einen Fehler finde, bei dem, was der hier macht, das kann zu einer Abmahnung führen. Ja, warum haben die nicht irgendwo einen Fehler bei mir rausgesucht und den genommen für eine Abmahnung? Ne? So, jeder Lehrer macht eigentlich Fehler. Aber die Schulaufsicht war ja in der Schule und hat da alles durchsucht und versucht, was zu finden. Haben sie aber nichts gefunden bei mir. Lächerlich. Gut. Ja, also dann müssen sie in meine privaten Videos rein. Und dazu kann ich nochmal sagen, das, was ich da gemacht habe, diese 307 Videos des Rübers Corona Diary, war eine Zeitdokumentation. Die gehören auch alle zusammen. Ja, da jetzt ein einzelnes Video zu nehmen und dann zu sagen, da gefällt mir dieses eine Bild nicht und dieser eine Nebensatz nicht und daraus mache ich jetzt eine Volksverhetzung, das ist komplett daneben. Und ich werde da jetzt auch noch eine Beschwerde schreiben und dann einfach mal darum bitten, diese Beschwerde meiner Akte beizulegen für die Berufung. Mal gucken, ob sie so nett sind und das machen. Und dann liest der Berufungsrichter das nochmal. Dann lese ich das nochmal in meinem Video. Und so geht das dann weiter. Steht da, Tropfen höhlt den Stein. Ich habe zwar nur eine Stimme und der RBB erreicht Millionen, ja. Aber ihr habt hier ja auch mal so schönes First-Mover-Video gezeigt. Und von denen haben wir ja inzwischen ganz viele, die einfach mit einem geraden Rücken durchs Leben gehen und sagen, das geht einfach nicht. Und da werden rote Linien überschritten, da mache ich nicht mit. Und da haben sich schon ganz viele bewegt. Und das zeigt ja auch Folgen. Ne? Zum Beispiel auch die Folge, dass sie jetzt ein bisschen bei allem, was sie tun, noch heimlicher geworden sind, ne? Geben ja nichts von all dem zu, immer nur sagen, weiß ich nicht, dafür sind andere zuständig und also jeder, der da irgendwo in der Verantwortung ist, versucht sich da irgendwie rauszureden. Ich weiß nicht, das ist doch ein, das Häuschen bricht doch bald zusammen, das kann man doch nie anders sehen. Das fühlt sich jedenfalls schon relativ morsch an. Wolfgang, was sagst du? Ja, also ich muss sagen, die Menschen, die da jetzt das nicht mehr mitmachen, die sind inzwischen ziemlich stark geworden. Ich habe da so viele gute Leute kennengelernt, die auch clever sind und die das alles durchschauen. Ich glaube auch, dass das nicht mehr lange halten kann. Und die Frage ist, wie weit man dort geht auf der anderen Seite, wie weit man dort, was man noch kauft, um es gegen uns zu verwenden. Also die Korruptionsmöglichkeiten, wenn man viel Geld hat, sind ja gewaltig. Und ich fürchte oder ich hoffe, dass vor allen Dingen in der
in der Polizei, bei den Soldaten, bei den Staatsbürgern, die alle ihren auf unsere, auf unser Grundgesetz geschwört haben. So, ich bin ja auch Staatsdiener gewesen. Und deshalb, also ich finde, bei denen muss in großem Maße oder ist wahrscheinlich in großem Maße auch dieser Widerspruch deutlich zwischen dem, was gerade geschieht und was sie eigentlich als, ja, als, als Gerüst ihres, ihres ganzen Berufslebens immer beachtet haben. Das passt nicht zusammen. Und das glaube ich, das merken viele. Die Frage ist jetzt, dass wir es schaffen, dass Menschen sich auch dazu bekennen, dass sie da einen Widerspruch sehen. Und das fand ich vorhin ganz gut, dass man diese persönliche Betroffenheit dann anspricht. Dass man einfach fragt, wie fühlst du dich dabei? Und kann ich dir irgendwie helfen, dass du dich besser fühlst? Also dass man diese persönliche Ansprache, dass man die lernt und dass man die auch nutzt, um Menschen zu stärken, weiterhin Fragen zu stellen. Ich glaube auch, dass diese laufenden Gerichtsprozesse auch langsam in die richtige Richtung sich bewegen. Ja? Also beim C.J. Hopkins wird es jetzt eine Berufung zwar geben, weil der Staatsanwalt das noch irgendwie wieder forciert hat. Da ist halt die politische Justiz hier, Staatsanwaltschaft in Berlin, denke ich mal, hinterher. Da müsste man einfach auch mal ein paar Namen nennen. Wer ist denn das überhaupt? Wer sind denn diese Herrschaften, die hier das immer noch mal aufwärmen, was da eigentlich zulasten der Maßnahmenveranstalter geht, damit das aufhört. Ne? Also ich habe jetzt auch vom anderen Urteil jetzt zum Beispiel gehört, Peter Ganz, der war jetzt gerade wieder vor Gericht. Ich glaube, da war auch irgendwas auf seinen Ausstellungsstücken drauf, was denen nicht gepasst hat. Und dann hatten sie ihn da auch wegen Volksverhetzung wohl irgendwie dran. Dann schwingt er ja auch immer ein paar Reden, die manchmal ein bisschen hart rüberkommen. Da haben sie natürlich auch genügend Anhaltspunkte, um ihn da mal vor Gericht zu holen. Er hat jetzt gerade berichtet, dass er fand, dass der letzte Prozess gegen ihn doch sehr gut war eigentlich. Weil die Bewährungsstrafe, die er vorhatte, in der ersten Instanz jetzt schon mal runtergesetzt wurde auf eine Geldstrafe und die Vereidigung der Schöffen vernünftig passiert ist und die alle nett und freundlich waren. Und nur das, was immer noch auffällt, ist, wenn Corona-Maßnahmenkritiker vor Gericht stehen, dann werden immer noch Sicherheitsmaßnahmen da aufgefahren, als ob das irgendwie Terroristen wären, ne? Also das ist unfassbar. Wenn da im Nebenraum irgendwie Leute da mit Handschellen und Fußfesseln sitzen oder so, da passiert gar nichts, außer dass die da rein und rausgeführt werden. Und die Zuschauer können da einfach rein und raus spazieren, alles kein Thema. Aber wehe, da kommt eine Sabrina Kollmorgen oder sowas, da muss man da irgendwie Personalausweis abgeben absurd, ja. Und dulden, dass sie noch eine Kopie davon machen, dass sie da genau mitschreiben, wer da als Besucher war. Und wenn man da nicht noch zufällig irgendwelche Videos findet, die die Situation genau dokumentieren, dann muss man sich auch noch gefallen lassen, dass da konzertierte Aussagen von Polizisten stattfinden, die alle drei genau den gleichen Text aufsagen. Und das war's dann. Ja, das ist dann die Wahrheit der Staatsmacht, die da verkündet wird. Ja? Was da tatsächlich stattgefunden hat, das haben wir ja auf vielen Videos gesehen. Und da kann man sich ja auch vorstellen, dass in diesen nicht dokumentierten Fällen das ähnlich ausgesehen hat. Aber auf solche Ideen einfach mal zu kommen, das können wir aktuell noch nicht voraussetzen. Ich hoffe, das folgt in einem halben Jahr oder in einem Jahr und dass diese ganzen Revisionen und Berufungen und was es da alles gibt, denn doch mal dazu führen, dass diese Sachen dann endlich mal zum guten Ende kommen. Oder dass sich da irgendwann mal eine entschuldigt. Ja, also was gibt es denn noch so an Prozessen bei Bundeswehr? Ne? Jetzt da gibt es ja jetzt wohl auch die ersten Entscheidungen, dass es okay war, sich gegen den Befehl zu wehren und einfach mal zu sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Das ist körperliche Unversehrtheit, das ist mein gutes Recht. Und wir haben ja auch Soldatinnen, die vielleicht gelesen haben, dass Pfizer gar nicht auf Fertilitätsproblematiken untersucht hat.
Das müsste doch schon reichen, dass ich einfach sage, ich möchte in meinem Leben nochmal schwanger werden. Ich lasse mich mit dem Zeugs nicht spritzen. Das muss doch reichen. Aber ich glaube schon auch, dass da ein klein bisschen ein Umschwung passiert im Moment, also in den Gerichten, also trotz allem. Also es gibt immer noch so Ausreißer ins Negative, habe ich den Eindruck. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so verrückt ist, nicht mehr ganz so verbissen. Also an einigen Stellen. Es gibt immer noch ein paar, wo es eben negativ, sehr negativ ist. Ist es nicht so, dass die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften, dass das dann vielmehr nicht so sehr zeigt, wie die einzelnen Staatsanwälte oder Richter drauf sind, sondern wie hart dort das Justizministerium oder die Regierung dann Einfluss nimmt? Ich glaube, das ist eher das Indiz dafür, was wir erleben. Ja, aber die müssen sie nicht dran halten. Also die können da im Hintergrund toben, wie sie wollen. Da vorne sitzt eine völlig unabhängige Richterin oder Richter und die sprechen Recht nach unseren Gesetzen. Ja, da können sie sich wünschen, was sie wollen, diese Clowns da im Hintergrund. Ja, das sind doch nichts mehr Trolle von Nancy Faeser, sage ich mal vorsichtigerweise. Na, also das geht einfach nicht, die müssen weg. Tja, ich glaube, man muss wieder auf eine gewisse Normalität, aber vor dem Hintergrund ist trotzdem gut, dass wir einfach die Sachen hier vorstellen. Wir haben ja auch verschiedene Prozesse jetzt in den letzten Jahren hier präsentiert und ich glaube, das ist einfach total wichtig, weil man hat ja sonst, wenn die Sachen keine Öffentlichkeit haben, dann vollzieht sich das einfach alles hinter verschlossenen Türen und die sowohl jetzt das, was dann vielleicht an Unrecht ist, aber auch das Leid der Betroffenen, weil das ist ja auch gar nicht schön, wenn man zu Unrecht zu irgendwas verurteilt wird. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, einfach total wichtig, eine Öffentlichkeit schaffen, ja, weiterhin dafür. Es gibt aber wirklich noch zwei Punkte, die sind auch noch richtig böse, nämlich diese zeitliche Verschleppung dieser Anklagen. Ja? Dass wir heute noch damit zu tun haben mit dem Zeugs, ist auch unmöglich. Ne? Also weil die Leute, die diese Anklagen da bekommen haben, die schleppen das die ganze Zeit mit sich rum. Das ist eine psychische Belastung. Ne? Klar. Das ist unnötig, das muss man nicht haben. Ne? Vor allen Dingen, weil die meisten Dinge, da guckt man einmal drauf als normaler Mensch und sagt, weg, eingestellt, würde ich als Staatsanwalt sagen. Da beschäftigen wir uns gar nicht mit. Da haben wir ganz andere Sachen. Wir haben hier Vergewaltiger, Mörder, Räuber, sonst wie was. Wir haben genügend Kriminelle, um die wir uns kümmern können. Wir beschäftigen uns doch nicht mit Leuten, die ein Leben lang anstandslos hier funktioniert haben und dann plötzlich ein falsches Wort gesagt haben. Da kann ich dann noch immer noch sagen, ja, sorry, da ist ihm vielleicht mal ein falsches Wort rausgerückt. Ich sage jetzt mal du, kannst nach Hause gehen. Also es willst dann, ja. Dann, das reicht ja als Ermahnung. Das ist ja auch das Normale, dass man beim erstmaligen Auftreten einer Überschreitung einfach mal ein gelbes Signal zeigt, ne? Bevor das Rote kommt, aber nicht gleich als nächstes das Totschlagargument. Ne? Du bist jetzt Straftäter. Kann doch nicht sein. Von 0 auf 100? Wie geht das? Und das Nächste ist, die Leute, die da in dieser Falle sitzen und die jetzt psychisch so fertig gemacht werden, aber ich bin dazu geneigt, das Psychoterror zu nennen. Ja? Mhm. So, also die so fertig gemacht werden, die werden ja auch noch finanziell fertig gemacht. Ja, das stimmt. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die in einer komfortablen Situation sich befinden, dass sie ohne Spenden, Bitten diese Prozesse durchstehen können. Ja? Und es ist ja auch peinlich, sag ich mal, wenn man das machen muss. Also, weil jetzt kann man sagen, nee, das muss ja nicht peinlich sein. Okay, ich würde da auch über meinen Schatten springen, wenn ich an dieser Stelle stehen möchte. Bevor ich das gar nicht mache, bitte ich lieber um eine Spende und offenbare eben, dass ich da gerade nichts auf dem Konto habe. Und das ist ja auch genau das, was sie ausnutzen, dass sie eben genau wissen, dass ein normaler Mensch so tickt. Dass er einfach sagt, ich will das nicht. Ich möchte hier für mich Ruhe haben. Ich möchte nicht ständig vor Gericht gezerrt werden. Ich akzeptiere jetzt einfach mal diese schlechten Konditionen, zahle da meine 1.000, 2.000, 3.000 Euro und dann habe ich meine Ruhe. Ja, könnte man ja machen. Aber ich kann doch nicht akzeptieren, dass mich hier jemand zum Straftäter erklärt. Das geht doch gar nicht. Nein, und ich meine, ich finde jetzt gerade auch bei der Klientel der Maßnahmenkritiker, es ist ja schon so, dass viele von uns auch einfach, ich will jetzt mal sagen, Prinzipienreiter sind. Also im Sinne von, da gibt es eine Menschenwürde, gibt es ein Grundgesetz, da gibt es bestimmte Sachen, die sind uns verbrieft. Menschen, also zum Beispiel Meinungsfreiheit natürlich. Und eben gesundheitliche Selbstbestimmung und so weiter. Und dann geht es auch einfach ums Prinzip. Und ob man jetzt da jetzt irgendwie eine kleine Ausnahme machen könnte, will man dann auch einfach nicht. Und vor dem Hintergrund
Hintergrund will man sowas auch nicht auf sich sitzen lassen, ist ja klar. Ja. Gerade, die haben sich auch ein bisschen verkalkuliert, sag ich mal, mit ihrer Gesundheitsdiktatur in Anführungsstrichen. Ne? Also alles immer nur auf eine Karte zu setzen und zu sagen, das macht man jetzt so und so, ist ganz falsch. Ja, also wir haben uns schon so weit entfernt von diesem aufklärenden Gespräch eines Arztes, was früher ja doch irgendwie normal war. Ja, wenn ich da irgendwas hatte, dann habe ich mich doch 20 Minuten mit dem unterhalten. Der wollte mir doch auch ein gutes Gefühl geben, dass ich wieder gesund werde und so weiter. Das war doch völlig normal. Heute kommt man da rein, wird mehr oder weniger gefragt, ach, Sie haben Schnupfen, ja, ist vielleicht Corona, machen wir nochmal einen Test, kriegen Sie ein Medikament, ja, verschreibe ich mal, tschüss, Apotheke. Ne? Das ist für mich natürlich nichts zum Gesundwerden. Nee. Also da ist ja die Oma irgendwie noch besser drauf, wenn die dann sagt, so, da machen wir mal eine heiße Zitrone und einen Halswickel und da habe ich noch so ein paar alte Rezepte, aber dann muss sie ja heute schon Angst haben, als Hexe verbrannt zu werden, ne? Bei dieser technokratischen Medizin, die wir jetzt hier predigen. Das ist auch nur eine Religion. Ne? Also ich sag mal, auch dieser Ansteckungsmechanismus, der da einfach so in den Raum gestellt wurde bei Corona. Ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, irgendwelche Dinge zu verstehen, die mir vernünftig erklärt wurden. Aber da muss man mich auch fragen lassen. Da muss ich auch Antworten bekommen auf meine kritischen Fragen. Und wenn ich dann schon merke, dass der, mit dem ich rede, das nicht beantworten kann, dann ziehe ich das doch sehr stark in Zweifel, dass er überhaupt Ahnung von dem Thema hat. Und bei Corona ist das Thema eben durchwachsen mit Idioten. Also wirklich am laufenden Band nur Spinner gesehen, die eigentlich anscheinend überhaupt nicht tiefer drin steckten als der Herr Lauterbach, ne, die Studien akzeptiert haben, wo also wirklich wissenschaftlich nicht haltbare Dinge gemacht werden. Da sind viele inzwischen rausgekommen, haben gesagt, guck mal, was sie in der Studie gemacht haben. Guck mal, da haben sie zu wenig Teilnehmer. Oh, da stimmen die Gruppen nicht. Oh, da haben sie sie im Nachhinein auch geimpft. Und oh, ja, also wie soll ich denn da zu sauberen Ergebnissen kommen? Ne? Und dass sie gleich am Anfang damals auch schon den Hendrik Steg da einfach mal zur Seite geschoben haben und zu sagen, oh, nee, das den wollen wir jetzt hier nicht hören. Die haben sich sofort verdächtig gemacht mit allem, was sie da gemacht haben. Ich meine, der Streeck ist doch dann irgendwie auch verschwunden in irgendwas. Ich weiß nicht, der hat vielleicht ein gutes Angebot bekommen, oder? Von dem war dann nichts mehr so Kritisches zu hören. Ja, ja, der hat jetzt einen guten Job da, ja. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen ruhiger, ja. Wahrscheinlich, ja, weiß man nicht. Aber genau. Nichtsdestotrotz hat er ja in der Anfangsphase auch einen geraden Rücken gehabt. Ja, am Anfang hatte der schon auch ein bisschen eine Welle gemacht. Das war schon auch ganz beeindruckend. Ja, aber dann kommt wieder das Thema auf in unseren Kreisen, so mit den ganzen Gatekeepern, ja. Oh, die sind ja nur dazu da, damit sie jetzt die Stellung halten. Und für den Notfall kann man die dann einsetzen. Ja, aber sorry, also so diskutiere ich nicht, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir müssen ja mit allen reden. Ja, und wenn ich da jetzt einfach nur wieder Leute aussortiere, mit wem soll ich denn dann reden, bitteschön, wenn sie alle weg sind? Weil ich kann ja jedem eben Etikett aufkleben, warum ich nicht mit ihm rede. Nee, da sollte man schon im Gespräch bleiben, das denke ich auch. Dass da Gefahren mit verbunden sind, dass man jetzt diese, wir hatten es hier vorhin schon gehört, diese Spaltung jetzt einfach fortsetzt mit anderen Themen, mit anderen Bevölkerungsgruppen, dass man sie anders gruppiert und so weiter, da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ja? Also ich denke auch, dass wir den Begriff Spaltung jetzt in Kürze mal durch irgendwas anderes ersetzen müssen, weil der ist unterschiedlich belegt. Mhm. Ne? Also weil ich hatte das jetzt gerade in einem Interview bei Aya Velasquez gehört, dass sie sagte, passt auf, dass nicht immer alle naslang einer sagt, lasst euch nicht spalten. Ne? Weil das ist ja auch genau die Schiene, auf der sie diese Corona-Maßnahmen-Geschichte überhaupt gestartet haben. Ja, wir müssen alle zusammenstehen und Berlin ist links und alle zusammen und alle. Das war das Thema, lasst euch nicht spalten. So, wenn wir jetzt einfach nur darüber reden, jeder hat eine andere Meinung und wir wollen zusammen eine offene Debatte, dann wäre ein Schuh draus. Ja? Wenn ich nicht immer sage, weil das, was hier abgeht mit Spaltung, was auch gewollt ist, ist, Leute zu gruppieren und dann zu etikettieren. Ja, das ist in den Medien verbunden mit Priming, Framing, Labeling. Das ist der sogenannte transformative Journalismus, wo man dann die Leute durch den Kakao zieht. Ja? Mhm. Oh, und das transformative Journalismus. Ja, da kann man nachschlagen.
Also da gibt es Spezialisten für sowas, ne? Kann man vielleicht auch mal diejenigen dann hier rein bitten, die mal erzählen, wie Framing funktioniert in öffentlich-rechtlichen Medien, warum es das überhaupt gibt, welchen Stellenwert das hat. Ne? Es gibt ja auch ganze Wörterbücher, die quasi erklären, warum man dann zum Beispiel etwas Sondervermögen nennt, statt neue Schulden. Ne? Also sowas haben die da, so Sprachkodex. Ne? Sachen nicht Schulden. Gab doch mal so eine Ausarbeitung, 50 Seiten oder mehr, für den ARD über Framing. Stimmt, das war ein Skandal, auch im Zusammenhang mit Corona, oder? Das war, glaube ich, schon vorher. Das war schon vorher. Aber es wäre spannend, mal jemanden zu kriegen, der sowas macht, der solche Framing-Technologien. Das finde ich super, das ist so spannend, dieses Thema. Na, ich würde vielleicht direkt die Elisabeth Wehling mal einladen, da die das ja die das damals, als Fachfrau da verzapft hat. Also ich hatte einen ganz netten Eindruck, so vom Sehen her, mal in irgendeinem Video. Ich glaube, die wird das sogar erzählen. Also kann ja auch sein, dass sie sich inzwischen verstecken muss. Ne? Aber das wie schon gesagt, also es waren ja alles mal gut gemeinte Dinge. Es ist ja nicht so, dass es aus der Bösartigkeit von uns entstanden ist, sondern da gibt es eben Thinktanks, die drehen das alles ganz heimlich um und dann wird da plötzlich eine andere Definition draus. Und da macht man damit ganz andere Dinge, als ursprünglich intendiert waren. Ne? Und das ist eben das Gefährliche. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel den Begriff Faschismus jetzt mal nehme. Ja, also ich habe festgestellt in Gesprächen, dass bei mir Faschismus anders definiert ist im Kopf, als bei denen, die heute glauben, dass Björn Höcke ein Faschist ist. Ich habe eine andere Definition im Kopf. Ne? Also für mich ist Faschismus viel mehr mit direkter Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft verbunden, als mit Nationalismus zum Beispiel. Ne? Wo ich dann irgendwie immer denke, dieses Bündel, was ja diese Faszie ausnimmt, das ist ja genau die Machtbündelung. Nationalismus ist erstmal keine Machtbündelung. Das ist Kleinkram im Vergleich zu diesem Internationalsozialismus, den sie hier gerade hochziehen. Ne? Da brauche ich bloß ein Inter in Klammern vor Nationalismus schreiben und dann habe ich plötzlich genau das Bild vor Augen, was bei mir im Kopf vorkommt, nämlich dass die Weltindustrie jetzt zusammenarbeitet mit der Weltpolitik und unsere Zukunft gestaltet. Und darüber muss man doch reden dürfen. Ja? Also, wenn man schon so sieht, dass es so ist, ja, dann müssen Demokratien darüber reden. Und wenn sie das nicht tun, sind sie keine. Ja, so einfach ist das. Und deswegen müssen wir weiter lauten Mund aufmachen. Ich glaube, so es ist nicht. Wirklich, der Anspruch muss sein, das ist auch, was du meintest, auch im Prinzip ist es der kleinste gemeinsame Nenner, dass man einfach mal wieder, dass man über die Sachen reden können muss. Also die Wiedereröffnung des Debattenraums, ja. Ja, dass das einfach möglich sein muss und dass man darauf auch besteht. Und ich finde, da kann einem auch letztlich überhaupt keiner was am Zeug flicken. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, die Disinformation ist Ihr allergrößtes Problem, dann wissen wir ja auch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja. Wie gesagt, also es gibt ganz viele Themen, da wird irgendwie überhaupt gar keine Debatte über Desinformation geführt, ne? Aber es gibt manche Themen, da wird sie geführt. Das könnte man ja auch schon mal so selektieren, ne? Warum bei diesem Thema, warum nicht bei jedem Thema? Was hat das für einen Grund? Einfach kritisch hinterfragen. Dass man fragen dürfen muss. Es muss erlaubt sein, Fragen zu stellen. Und dass, wenn man sich darauf einigen könnte, dass man ein Recht darauf hat, dass jemand seine Meinung dann auch begründet, dann hätten wir ja eine Diskussion. Aber dagegen kann man eigentlich nichts haben. Nee. Und wenn ich Dinge in Frage stelle, nicht, und dann kann der andere eine Antwort geben und kann seine Meinung vertreten. Aber das muss erlaubt sein. Und wenn das jemand verbietet, dass man Fragen stellt, so wie das Herr Wieler ja gemacht hat, der darf nicht in Frage gestellt werden. Dann ist da was nicht zur Demokratie passt. Da ist definitiv was im Busch, weil das, was wir ja auch sehen, ist, ich als Mitarbeiter von Leuchtturm ARD sozusagen, der immer mal wieder Termine anmeldet und dann dort auch hingeht, stelle ja fest, dass die Eingeladenen nicht erscheinen. Also die öffentlich-rechtlichen Medien kommen zum Beispiel nicht zum Untersuchungsausschuss nach Potsdam, um sich die Katastrophe anzugucken.
die da für alle sichtbar ausgebreitet wird. Mhm. Darüber wird nicht geschrieben. Das findet man dann in der Epoch Times zum Beispiel. Ein wirklich gut geschriebener Artikel, aber ich möchte diese Artikel auch in der Berliner Zeitung lesen. Oder besser noch im Tagesspiegel, aber nein, da wird immer nur der Weg bereitet für die neuen Themen der Politik. Wenn man hier in Berlin einen Spaziergang macht durch dieses Regierungsviertel, müsste man fast sagen Medienviertel. Ne? Also man geht da hinten um die Ecke beim Reichstag und dann landet man beim ARD-Hauptstadtstudio, geht ein paar Meter weiter, kommt zum Presseinformationsamt, geht ein paar Meter weiter, ist man beim ZDF-Hauptstadtstudio. Ringsherum nette Restaurantbetriebe, wo sie sich dann zum Mittag treffen, natürlich informell, da wird kein Schriftstück gemacht, da können sie dann schon mal besprechen, was abends in den Medien erscheint. Ne? Und die sogenannten Leitmedien, oder sind es inzwischen Leitmedien für uns, die sind dann auch wieder die Richtungsvorgabe für den Rest der Welt. Ne? Die dann einfach sagen, ich mache mir jetzt die Arbeit einfach für meine Provinzzeitung, ich schreibe da einfach mal, was die da gestern in der Tagesschau verkündet haben, ist meine Arbeit getan, Geld ist auf dem Konto, alles ist gut. Ne? So kann es nicht bleiben. Also, wie gesagt, Öffnung des Debattenraums ist jetzt ganz wichtig, dass die Medienunternehmen, die angeschrieben sind, mal irgendwo doch bitte hinzukommen, dort auch erscheinen. Das ist einfach mal ernst nehmen für ihre Leser. Ne? Wie kommen die auf die Idee, dass wir diese Zeitung noch lesen wollen, wenn die zu unseren Veranstaltungen nicht kommen? Ne? Wenn sie jetzt inzwischen freiwillig auf ein Drittel der deutschen Bevölkerung meinetwegen verzichten, die einfach gemerkt haben, dass diese Blätter einfach nur noch Käseblätter sind. Aber ich glaube, die haben nicht nur ein Drittel verloren. Ich glaube, die haben inzwischen, sieht ja gar nicht besonders gut aus bei denen. Das ist ja auch zu Recht so, weil das einfach nicht mehr authentisch ist und sich nicht authentisch anfühlt. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, haben die eigentlich auch tatsächlich was zu verlieren. Aber sie sitzen natürlich genau wie die anderen Entscheidungsträger jetzt während der Maßnahmenkrise, sitzen sie einfach sehr, sehr, sehr tief mit drin. Es ist nicht ganz so einfach, sich da rauszuwursteln, wenn einem da der ganze Schlamm bis zum Hals steht. Ja, es gab auch gibt es eigentlich in Entschuldigung. Das ist sehr verzögert, deshalb fangen wir dann gleichzeitig an. Tut mir leid. Aber gibt es in den Rundfunkräten der Länder, gibt es da eine Bewegung irgendwo in einem Bundesland, dass es da mal Fragen gibt oder dass man da versucht, es gibt ja auf Bundesebene und dann auch auf Länderebene gibt es ja solche Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Politik. Ja. An der Gestaltung der Programme. Ja, es ist leider zu wenig. Ich zweifle ja da im Prinzip immer generell dran, dass sich da überhaupt jemand bewegt. Ich gehe da auch sehr ungern hin, weil das ist immer mit mehreren Stunden Zeitaufwand verbunden und dann werden da relativ unspektakuläre Dinge öffentlich verhandelt. Und wenn es dann darum geht, Frau Demmer als neue Intendantin zu bestimmen, dann passiert das hinter den Kulissen oder so nebenbei mal oder in einer geschlossenen Sitzung. Oder mit irgendwelchen Tricks arbeiten die denn da. Das macht mir keinen Spaß, aber ich bekomme von anderen Aktivisten dann eben mal mit, dass die dann sagen, doch, da hat tatsächlich die Frau so und so mal dies und das gefragt oder der Herr so und so. Aber es ist wenig, da müsste mehr kommen. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir noch eine ganze Menge Unterstützung brauchen. Ja? Dass wir wirklich in der Breite tatsächlich ständig präsent sind und nicht nur hier und da und dort mal so ein bisschen, weil das wird immer noch schön wegignoriert. Ne? Das ist leider so. Ja, also diese Zensur haben sie auch verfeinert. Ne? Nicht nur, dass die Themen weglassen. Ich merke es ja auch bei YouTube. Es werden nicht mehr so schnell Videos gelöscht. Dafür ganz sorgfältig gesorgt, dass sie sich nicht weiter verbreiten. Es werden weniger Views angezeigt. Das heißt, die laufen manchmal exponentiell hoch und dann kommt es zum abrupten Stopp und 100 Zähler drunter fängt da plötzlich wieder an und die eigentliche Analyse, die vorher exponentiell aussah, wird genau umgekehrt und geht in so eine Gerade über und der Zähler bleibt dann stehen bei, was weiß ich, 187, fertig und bewegt sich nicht mehr. Bei TikTok ist das noch heftiger. Da laufen manche Videos gar nicht erst los. Die bleiben gleich bei Null stehen. Ich frage mich, wie machen die das? Kriegen diese Videos manche Leute noch zu sehen und die zeigen einfach keinen erhöhten Zählerstand an oder sowas, ja? Dann ist es so gewesen, dass ich manchmal ein Video gelöscht bekommen habe, so verstößt gegen TikTok-Nutzerregel. Dann habe ich es mit einem anderen Titel eingestellt. Es ging sofort wieder. Und das lief dann hoch.
Ja, also die scheinen mit ihren Algorithmen, die da arbeiten für sie, einfach bestimmte Keywords rauszufiltern. Ja, ja. Wenn die drin vorkommen, wird das Ding gleich gedrosselt. Gibt es die Möglichkeit für so ein Rundfunkgremium oder ja für so ein Rundfunkrat nach den Kriterien der Algorithmen zu fragen? Nee, die haben damit ja nichts zu tun. Das höre ich ja auch immer wieder tatsächlich von eigentlich kritischen Leuten, dass sie dann sagen, naja, was YouTube da auf ihren Kanälen macht, das ist ja alles Betriebsgeheimnis, die können da ja machen, was sie wollen. Also ich bin nicht der Meinung, dass eine Plattform wie YouTube machen kann, was sie will. Für mich hat YouTube in Zeiten der Digitalisierung einen Versorgungscharakter, wie ein Wasserwerk oder ein Telefonprovider oder sowas. Ja, also das sind so elementare Dinge, mit denen wir jetzt hier zu tun haben, die natürlich selbstverständlich auch den nationalen Gesetzgebungen ausgeliefert sein müssen. Das heißt, wenn die Bundesregierung eben sagt, ihr habt hier gar nichts zu zensieren, weil bei uns gilt Meinungsfreiheit, dann müssen wir es machen. So, aber warum, verdammt nochmal, glauben diese Landesmedienanstalten, da irgendwelche Dinge einfach mal aus dem Weg räumen zu müssen? Ne? Naja, weil die Desinformation das größte Problem ist. Tja, aber dabei betreiben Sie dann auf die Art und Weise natürlich. Ja klar, aber das ist die Frage, was ist Desinformation? Dass das völlig klar ist. Ich meine, wenn der französische Präsident jetzt sagt, jeder, der sich gegen diese empfohlenen Spritzen stellt, der desinformiert, der muss bestraft werden, dann ist das ja eine klare Sache. Da kann man dagegen angehen vielleicht. Und das ist, aber das, was ist denn Desinformation für eine Landesmedienanstalt? Gibt es da eine Liste oder ist das veröffentlicht irgendwo oder kann man das irgendwo einsehen? Da müssen wir tatsächlich nachfragen. Das ist ganz spannend, ja. Ne? Also wir können es ein bisschen erahnen an den Nutzungsrichtlinien bei YouTube. Die erweitern das ja ständig und ändern das auch ein bisschen, aber die bleiben dabei sehr allgemein. Das sind die nachfolgenden staatlichen Organisationen, die dann jetzt tatsächlich die Arbeit machen. Vielleicht sind es auch gar keine staatlichen Organisationen. Ne? Ich würde mal Avato fragen, von wem sie bezahlt werden. Von der Bundesregierung vielleicht oder so. Ja, Bertelsmann-Tochter. Die zensieren da angeblich. Ich habe es nicht geprüft. Müssen jetzt auch mal andere machen. Woher bekommen die Geld? Ja, mit wie vielen Leuten sitzen sie dran? Was wird da tatsächlich gefiltert? Was wird da weggelöscht? Das sind da alles Auskünfte, die nach dem Informationsfreiheitsgesetz eigentlich erfragbar sein sollten. Mhm. Es gibt da ja wohl Beispiele von Rechtsanwälten, die beim einen oder anderen Thema mal aktiv geworden sind und dann solche Sachen herausgefragt haben. Auch Aya Velasquez Studie da zum Expertenrat ist ja auch so ein Beispiel. Da hat sie eine Doku dazu gemacht, die sich stützt auf die Arbeit eines Rechtsanwalts, der da ganz fleißig war, um diese Protokolle des Expertenrats rauszubekommen. Und da müssen wir auch nachhaken. Wo wird hier zensiert? Was wird zensiert? Was wurde zensiert? Wer ist dafür verantwortlich? Das muss alles auf den Tisch. Ja, welche Kriterien haben Sie für Falschinformationen oder Missinformationen? Ja, also das finde ich einen guten Hinweis. Da sollten wir echt mal graben, weil das ist ja schon, da wird ja dann wieder ein doch größeres Bild daraus wieder sichtbar. Ja, und dann wird sich das auch wieder einreihen, vielleicht mit dem, was du jetzt erlebt hast. Also wo geht man, wo sind die bestimmten Schwerpunkte? Ja, dann, weil ich sage mal, wir haben mit unseren Informationen halt nicht genügend Reichweite. Ja, also man sagt immer, oh, die alternativen Medien, da kommt schon eine ganze Menge. Ja, ist richtig, aber die werden noch zu sehr ausgebremst. Also es ist, ich war bei der Veranstaltung Freiheitsindex und da wurde das dann auch nochmal deutlich gesagt. Also nach wie vor, die Öffentlich-Rechtlichen sind tatsächlich noch führend in der Meinungsmache. Die verfügen tatsächlich über die Deutungshoheit, einfach über ihre Reichweite. Die haben sie dort gemessen. Das ist jetzt also nichts, was sie da irgendwie behaupten, sondern das kann man messen. Die sind da wissenschaftlich unterwegs. Und das ist natürlich auch die Frage, wen erreichen die?
Sind ja nicht unbedingt, ist ja auch die Frage der Personen. Also wer guckt sich das an? Sind das irgendwie Leute über 70 oder sind das eben. Es reicht ja eigentlich, wenn sie die Meinungsmacher alle erreichen, die da auf Linie sind und die den Rest der Bevölkerung scheuchen. Und das scheinen sie zu schaffen. Hier in Berlin halte ich immer noch den Tagesspiegel für sehr meinungsmachend. Den kennen wir ja auch schon aus anderen Zusammenhängen. Es ist tatsächlich ein bösartiges Framing, was da betrieben wird an der Stelle, muss ich sagen. Also wenn ich die Zeilen immer schon sehe, das ist so eine langsame Vorbereitung auf das, was kommt. Ne? Die stellen manchmal dann einfach so Fragen in den Raum, wo ich weiß, aha, das kommt also demnächst. Mhm. Mhm. Ja, also die Leute sollen sich schon mal mit dem Gedanken befassen. Ein Seismograf. Das ist halt, das gehört zum Priming. Ja. Genau. Verschieben langsam den Rahmen des Möglichen. Dinge, die früher unmöglich waren, die werden durch solche komischen Fragen, werden die dann vorbereitet und dann ist es plötzlich normal, dass man darüber diskutiert. Also wir werden irgendwann nochmal zu Kannibalen werden, weil Kannibalismus in der Not, was soll man denn essen sonst, nicht? Ja. Also die verschieben den Rahmen der Möglichkeiten und bereiten uns vor auf ein Denken, welches sie gerne in uns sehen würden. Es muss auch das Beispiel in der Ukraine, ne? Von den Helmen zur Taurus. Ne? Also wir müssen doch ein paar Helme schicken, damit die sich schützen können. Und wo sind wir jetzt angekommen? Ne? Ständige Eskalation. Oder in Israel, wir müssen noch die Israelis aus unserer historischen Verantwortung heraus unterstützen gegen die Hamas. Ja, was ist denn daraus jetzt geworden? Dass wir das Wort Apartheidsstaat nicht mehr in den Mund nehmen dürfen. Das dürfen wir nicht sagen. Dem Moment, wo wir es sagen, oh, da sitzt ein Antisemit. Das ist unfassbar, was das für ein Framing ist. Ne? Mhm. Es ist eine Unterstellung sondergleichen. Man muss auch über die Sache reden dürfen. Aber das können wir nicht. Das können wir in Deutschland tatsächlich nicht. Und das wäre so dringend notwendig, um wirklich Menschenleben zu schützen, um wirklich zum Frieden zu kommen. Ja, es ist. Ich möchte wissen, wer diese Begriffe tabuisiert, wer das macht, wer sagt, diesen Begriff müssen wir jetzt nehmen, den müssen wir nehmen, damit wir das und das erreichen können. Dann muss es Leute geben, die das kalkulieren, die Sprache verändern, so damit unser Denken verändert wird. Und die Leute, das muss irgendwo geschehen. Das werden wahrscheinlich bezahlte Leute von irgendwelchen Firmen sein. Aber die kriegen ja einen Auftrag. Genau. Und auch Algorithmen werden beauftragt. Da wird vorher gesagt, was dabei rauskommen soll. Die Algorithmen sind eine Machtfrage. Das ist nicht irgendwann eine Intelligenz, sondern das ist ein Gehorsam. Die Maschine gehorcht denen, der den Auftrag gibt, das und das rauszufinden. Also ich habe ja auch 20 Jahre bei Siemens gearbeitet, vorher als Ingenieur. Und von daher weiß ich natürlich auch, was der Anspruch des Ingenieurs ist. Ne? Das ist im Wesentlichen, die Maschine zum Laufen zu kriegen, die er da gerade konstruiert. Egal, ob das jetzt Software oder Hardware oder irgendwas anderes ist. Man macht sich da tatsächlich nicht so Gedanken darüber, was man damit nachher an Unfug anstellen könnte. Weil man ist im guten Glauben, die wird tatsächlich für Gutes eingesetzt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel diese Datensammlung der Telekom oder sowas, die läuft über Protokollhändler, an denen ich im Prinzip beteiligt war, die ich mitgeschrieben habe, wo man sagen, was ist denn daran schlecht, wenn die irgendwelche Daten sammeln? Ja? Dann kriegt man erzählt, das brauchen wir ja, um dann die Verbindungsdaten von irgendwelchen Anrufen dann später konstruieren zu können. Ich habe dazu natürlich auch viel Unsinn dann gehört von Kritikern dieser Datensammlung, die sagen, da werden ja die ganzen Gespräche aufgezeichnet und. Das war zu der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, tatsächlich noch nicht der Fall. Aber das ist ein schleichender Prozess, in dem man dann eins nach dem anderen immer noch mal nachfordert. Und ich habe von anderer Seite auch schon gehört, dass angeblich die NSA bereits 1 Terabyte an Daten über jeden Erdenbürger speichert. Ja, wenn ich das höre, dann denke ich, gut möglich. Aber das können sie nicht systematisch aufarbeiten, was sie da haben an Daten. Da werden sie erst dann nachgucken, wenn irgendwo irgendwas passiert ist und sie dann gezielt suchen an einem bestimmten Datum auf einer Verbindung von X nach Y, was da gelaufen ist. Das heißt, die haben Big Data, die haben wahnsinnig viele Daten
Und die haben ein Riesenproblem, damit vernünftig umzugehen. Ne? Ich habe jetzt auch gemerkt, beim Umgang mit ChatGPT oder so, manchmal kommen da ziemlich dämliche Antworten und dann fragt man nochmal nach und dann werden die Antworten besser und dann denkt man, man hat zum Schluss eine Antwort, nachdem man ein paar Mal nachgefragt hat und dann gibt man die irgendjemanden und der kommt am nächsten Tag und sagt, scheint nicht wahr zu sein. Also ChatGPT ist nicht besser als diese Daten, die da dem Ganzen zugrunde liegen. Und also eine gute Recherche wird doch nichts ersetzt, nein, wenn ich da irgendwo einen Menschen wirklich... Die übernehmen sich da und letztlich habe ich das Gefühl, das ganze Ding da, der ganze Überwachungsstaat, am Ende geht es wahrscheinlich so aus wie die Stasi, die da irgendwelche Marmeladengläser voll Haare irgendwie eingebunkert hatte und irgendwie, ich meine, was soll der Scheiß, wenn ich das mal hier so sagen darf. Es werden die Strategien, was man verkaufen will, was man entwickeln will, um es uns zu verkaufen, werden unter Benutzung dieser Daten, die da gesammelt sind, unter Nutzung dieser Daten werden die konzipiert. Und wenn ich an die Gesundheitsdaten denke, und da ist wieder die Firma Arvato sehr besonders wichtig, die ja von der Bundesregierung oder von der Bundesregierung jetzt den Auftrag kriegt, die gesamte Patientenakte und die gesamte Datenautobahn aus den Kassendaten, wo jede Diagnose, jeder einzelne Versicherte in seiner Krankheitsbelastung aufgeführt wird, damit der Kostenausgleich zwischen den Kassen gerecht finanziert, sagt Herr Lauterbach. Der ist ja einer der Haupttreiber dieser Entwicklung. Und das ist etwas, die Arvato hat diese ganzen Daten und da kann man genau sehen, welcher Mensch eventuell irgendwo in Not ist. Und wo man in Not ist, zahlt man viel Geld, um nicht mehr in Not zu sein. Das heißt, hier kann die Wirtschaft Dinge konzipieren, wo sie uns Angst macht und wo sie uns erpressen kann, weil sie weiß, wovor wir Angst haben auch schon und was uns bedroht eventuell, wo sie mehr weiß über uns vielleicht, als wir selber uns erinnern und das uns vorhält und sagt, wir müssen was tun. Und wenn dann noch die WHO sagt, ja, der Staat muss dafür sorgen, dass gegen diese Belastung, gegen diese Krankheit was gemacht wird. Und wenn er das nicht macht, dann gibt's Druck und so weiter. Also die können Druck machen, dass sie uns Angst machen, dass sie ganz gezielt uns was verkaufen können, was wir nicht brauchen, wo wir denken und wo uns Angst gemacht wird, dass wir es brauchen müssen, weil es uns auch sonst schlechter geht. Das haben sie jetzt gemacht in dieser ganzen Corona-Geschichte. Und sowas bereiten sie jetzt vor mit Disease X, das kommt. Und dieses erweitern sie ja aus über die nicht übertragbaren Krankheiten, wo sie uns Angst machen wollen. Dazu brauchen sie diese Daten. Und da können Sie dann die entsprechenden Fragen stellen. Und solche Firmen wie Arvato, Bertelsmann, die können diese Daten teuer verkaufen. Das ist Gold wert. Ja, also man merkt einfach daran auch, die Leute sind nicht misstrauisch genug. Ne? Also Frau Merkel hat ja vor ein paar Jahren mal irgendwie gesagt, das Vertrauen ist das Wichtigste. Das Vertrauen. Ne? Da habe ich damals schon gesagt, oh, da geht bei mir jetzt gerade ein Sensor an. Bang, wenn einer sowas sagt, dann denke ich, was haben die ausgefressen, dass sie sowas sagen? Ja, also das ist automatisch so, ich weiß nicht, woher das kommt, aber da habe ich einen Sensor für solche Sätze. Und ich sage heute, das Misstrauen ist das Wichtigste, das Misstrauen. Also alles, was du nicht selbst überlegt hast und wo du dir ganz sicher bist, das lass einfach sein, sag einfach nein. Ja? Da müssen wir hinkommen. Wir brauchen aber Vertrauen, weil sonst unsere Gesellschaft nicht funktioniert. Wir müssen dort was. Wir können nicht alles selbst machen. Wir anvertrauen ja Leuten irgendwelche Funktionen, Spezialisten oder irgendwelchen Leuten, wir müssen immer anvertrauen, weil in der arbeitsteiligen Gesellschaft sonst geht's gar nichts mehr. Okay. Und deshalb zwischen Vertrauen, welches mir so ist wie ich hoffe, dass es gut geht. Ja, ja. Und das berechtigte Vertrauen, das ist das Vertrauen, welches berechtigt ist, weil man jederzeit nachgucken könnte, ob es missbraucht wird oder nicht. Wo also Transparenz herrscht, okay. Das ist berechtigtes Vertrauen. Ja. Und wenn da die Möglichkeit des Nachschauens ist, wenn da die Offenheit ist, dass man jederzeit nachgucken könnte, dann muss man gar nicht, dann wissen das beide Seiten. Und dann erübrigt sich so mancher Misstrauensaufwand. Das stimmt, da kommen wir wieder zu, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ne? Und wenn er auch die Wahrheit spricht, das kann dann ganz schnell passieren. Die WHO hat ja schon oft gelogen. Tja, oder jetzt im Untersuchungsausschuss, da ist dann auch der Vorsitzende jemand, der auch schon so das eine oder andere Mal in der Vergangenheit gemacht hat, wo man dann denkt, ob der nicht leicht erpressbar ist, ob der jetzt nicht irgendwelche Interessen hat, das hier jetzt besser aussehen zu lassen, als das
eigentlich ist. Mhm. Ja, also das sind immer so Dinge. Wir müssen die Leute, die irgendwie zweifelhaft sind, schneller von der Bühne kriegen. Ne? So ein Olaf Scholz, der Wirecard und Cum-Ex und weiß der Teufel, was nicht alles noch irgendwie so an zweifelhaften Dingen laufen hat. So laufen hat, geht eben nicht. Und oder wie kommt man dazu, völlig inkompetente Leute in Führungspositionen zu bringen? Dann sucht man sich doch irgendwie zumindest Berater, die kompetenter sind. Ne? Also wenn dann gleichzeitig dann auch noch Leute vom Club of Rome da im wissenschaftlichen Beirat dann sitzen, wie die Claudia Kempfert. Ich glaube, die ist da bei dem Verein und dann auch nur interessengesteuert aus dieser Richtung berät. Das kann einfach nicht sein. Geht nicht. Es ist komisch. Wenn da inkompetente Leute in sogenannten Führungspositionen sitzen, dann wird damit sehr, sehr deutlich, dass sie nicht führen, sondern dass sie Marionetten sind. Sonst würden die da nicht sitzen. Also wir können davon ausgehen, alle Leute, die sich als inkompetent zeigen in der Öffentlichkeit, wo die Leute schon alle drüber lachen, wo selbst Leute, die sonst glauben an die Regierung, sich totlachen über diese Sprüche, Widersprüche. Ne? Ich denke an die 360 Grad, ne? Wir müssen den Kurs ändern. Und also wenn man das hört, dann weiß man, das ist keine Führungsposition. Das ist kein Mensch, der führt. Der kann gar nicht führen, sondern da ist jemand, der braucht da so einen Menschen, damit er führen kann. Aus dem Hintergrund. Anders ist das nicht zu verstehen. Das ist ja auch lustig, wie unsere Politiker dann immer die Öffentlichkeit besuchen. Ne? Schnell durchjagen, Hauptsache eine Meute von Fotografen hinterher, damit man ein paar Bilder mit den Leuten am nächsten Tag hat. Und dann steht in der Zeitung, Scholzi besuchte Nördlingen meinetwegen oder so. Ja? Aber dann sind alle wieder ganz zufrieden, dass sie sich unter das Volk gemischt haben. Aber was sie da wirklich gemacht haben, ob sie da wirklich Fragen beantwortet haben und nicht nur in die Kamera gegriffen. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Ja, ja. Ach mein Gott, es gibt viel aufzuräumen, muss man echt sagen. Ich glaube, so wie dieses Motto hier heute hinhören, das ist wahrscheinlich, irgendwie hat das ganz gut gepasst heute. Auch der vorige Gast hat ja, der Hel Al-Hafed hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Hinhören eigentlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ich glaube, das ist, müssen wir uns auch wirklich hinter die Ohren schreiben. Wir müssen genau aufpassen, was die Leute uns sagen. Und ich glaube zusätzlich, dieses unermüdlich Fragen stellen, ja, bis es den Leuten einfach auch zu den Ohren wieder rauskommt. Und da mit jeder Frage lernen wir was. Und ich finde, jede Frage, die wir uns auch selbst stellen, bringt uns wirklich weiter voran. Und auch als Gruppe, als Kollektiv, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann entlarven sich diese Leute auch. Wenn du denen mit den Fragen auf den Pelz rückst, da ist schon manches Gebäude zusammengebrochen. Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, das Kollektiv, ja. Weil das, was hier als Diskussion häufig geführt wird zwischen sogenannten Links und Rechts, ist eigentlich eine Diskussion, die geführt werden müsste zwischen Individualismus und Kollektivismus. Weil da würde wahrscheinlich die Masse der Bevölkerung auch mitgehen und sagen, man braucht beide Pole und irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit und man braucht einen Staat, der mehr oder weniger stark ist. Wo landen wir denn da? Was hättest du denn gerne? Ja, wie viel Freiheit braucht die einzelne Person an dieser Stelle? Wie viel Entscheidungsfreiraum? Ist da okay? Ne? Und klar gibt's da Extreme. Da gibt's die, die sagen, alles macht der Staat und die anderen, alles macht das Individuum. Das sind dann die Extremen. Aber und die Radikalen vielleicht, aber 99% der Bevölkerung sind nicht an diesen Enden. Die sind irgendwo in der Mitte. Und deswegen müssen wir da wieder drüber reden, welche Aufgaben hat der Staat? Dazu gehört auch ein aufgeräumtes Gesundheitssystem. Ne? Das, was wir im Moment haben, ist ja wirklich so ein lobbyistisches Gesundheitssystem, ja. Wo ja gar keins mehr ist. Krankheitssystem. Auf dem Kompass haben wir doch immer stehen, Nordost, Südwest und so weiter. Da gibt es diese vier Himmelsrichtungen. In der Politik gibt es offenbar rechts und links. Und da hat man zwei Bezeichnungen genommen, die nichts sagen. Ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, ja. Was der Parlamentspräsident sagt, die rechts sitzen und die links sitzen. Das ist eine völlig unbrauchbare Erfindung, mit der jetzt offenbar Leute richtig diskriminiert werden. Ja. Und dabei sagt sie gar nichts, dabei ist sie völlig inhaltsleer. Also das, ich denke, das muss man mal problematisieren. Und also eine neue Sitzordnung im Bundestag könnte das lösen. Ja. Tja.
So schaut's aus. Haben wir viel gesagt. Ja, haben wir viel gesagt. Und wir werden auch weiter die Ohren ganz groß aufmachen, dass wir mitkriegen, was die anderen sagen. Und ja, Rüdiger, vielen Dank, dass du uns ein Update gegeben hast und auch noch viele Anregungen. Weil wirklich viele Gedanken, ich habe mir auch schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben, werden da auch nochmal mit diesen Informationsfreiheitsgesetz-Sachen auch nochmal vielleicht ein bisschen nachsetzen. Mhm. Und ja, ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Und heute hatten wir ja mal wieder, also wir hatten ja, glaube ich, zwei Sitzungen, wo wir zwei Gäste hatten. Ich habe dann immer das Gefühl, es ist noch gar nicht genug gesagt worden. Jetzt habe ich sozusagen wieder die übliche Dosis bekommen. Und kann beruhigt ins Wochenende gehen oder noch nicht ganz. Wir sind ja einen Tag früher eben dran diesmal. Ja, auch also herzlichen Dank, dass du da warst, da bist. Und ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken und ja, sie auch nochmal bitten, wir können unsere Arbeit hier nur machen, wenn sie uns unterstützen. Und da bin ich ihnen dankbar, wenn sie das auch tun.